Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der A4 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Ost. Der Fahrer eines VW Caddy verlor auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte in die mittlere Betonschutzplanke und blieb auf dem linken von drei Fahrstreifen stehen. Ein mit drei Bundespolizisten besetzter Mercedes hielt auf dem Standstreifen. Die Polizisten überquerten die Autobahn, um die Unfallstelle abzusichern und den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Ein Pkw-Fahrer konnte noch ausweichen. Der Fahrer eines unmittelbar dahinterfahrenden Citroën konnte nicht mehr anhalten und überfuhr alle drei Beamte. Dabei wurde ein Polizist so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein Kollege musste schwerst verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der dritte Polizist wurde über zwei Stunden lang von den Feuerwehren aus Bad Hersfeld und Kirchheim rund um die Unfallstelle intensiv gesucht, bis sich herausstellte, dass auch er bereits in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Insassen des Caddy und des Citroën mussten ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser gefahren werden. Ein Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Bis gegen 19 Uhr war die A4 in Richtung Osten vollgesperrt.